Es ist ein kontrovers diskutiertes Spiel, das Fragen aufwirft. Beim Original Play toben Kinder mit teils fremden Erwachsenen auf Matten in Kitas und Kindergärten. Durch das Spiel sollen Aggressionen und Gewalt abgebaut werden. Viele Eltern haben aber Bedenken, auch in Südtirol. Denn in Deutschland gab es nun Missbrauchsvorwürfe im Zusammenhang mit Original Play. In Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das Spiel wurde und wird auch in Südtirol praktiziert. Bei diesen Aufnahmen aus Österreich läuten bei der Südtiroler Kinder- und Jugendanwältin die Alarmglocken. Kinder turnen und raufen mit Fremden. Sie umarmen Personen, die sie gerade erst kennengelernt haben. Es ist zweifelhaft, was diese Spielmethode bewirkt. Was aber sicher ist, ist, dass die Kinder vor Gewalt in all ihren Formen geschützt werden müssen. Und ich denke, dass eine derartige Spielmethode schon auch Missbrauch und Gewaltsituationen und Fälle fördern kann. Original Play wurde vor 40 Jahren von dem Amerikaner Fred Donaldson erfunden. Donaldson war auch schon öfter in Südtirol. Die Montessori-Sozialgenossenschaft organisierte in der Vergangenheit und auch aktuell im Dezember Original Play-Veranstaltungen. Thea Unterecker ist für die Elternbildung zuständig. Sie habe die Workshops als respektvolles und liebevolles Miteinander von Eltern und ihren Kindern erlebt. An sich wird immer in der großen Gruppe gespielt. Also das heißt, das ist eine offene Situation, alle sehen einander, die Teilnahme ist immer freiwillig von allen, sei es von den Erwachsenen wie von den Kindern, niemand muss irgendwas. Die Kritik rund um den Verein kann die Montessori-Pädagogin nicht nachvollziehen. Ich sehe, dass viele verschiedene Dinge in einen Topf geworfen wurden. Also ich finde, es ist legitim, sich zu überlegen, wer soll Zutritt zu einem Kindergarten haben oder nicht. Das muss dann aber für alle Vereine gelten. Die Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen Uli Meier hat eine Anfrage an den Südtiroler Landtag gestellt, um zu erheben, in welchen Südtiroler Einrichtungen Original Play angeboten und praktiziert wird. Denn auch das Südtiroler Kinderdorf hat das Konzept angewandt. Das hat mich vor allem schockiert, wenn man die Bilder gesehen hat, dass vor allem Männer ausgebildet werden, um solche Kuschloch irgendwie zu werden, die dann auf kleine Kinder losgelassen werden, zum Teil ohne Aufsicht von Pädagogen, vom eigenen Vertrauenspersonal. Also ich finde das himmelschreiend, muss ich sagen. Die Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner erklärt am Telefon, dass an Südtiroler Kitas und Kindergärten das von manchen Experten als fragwürdig eingestufte pädagogische Konzept nicht angewandt wurde. Ob einzelne Schulen betroffen sind, darüber gibt es noch keine genauen Daten, sei aber sehr unwahrscheinlich, so Falkensteiner. Die Diskussionen rund um Original Play gehen weiter. Morgen wird sich auch der Landtag damit beschäftigen.